Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute ist wieder ein Rezept mit dem Kürbis. Kürbisbrot. Schaut, wie toll sieht er aus. Schön weich, aber nicht pappweich wie Toast, weil es kommt darauf, was für so eine Sorte Mehl nimmt. Wenn ihr nehmt Mehl 550er, wird er fast wie ein Toast sein. Ich habe jetzt aber Weizenmehl 1050 Typ genommen. Das ist ja dann so feinporig, nicht so eine große Löcher und nicht so pappweich. Aber schmeckt wunderbar lecker. Ich habe schon ein Stückchen probiert. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute dieses Brot gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Es ist wirklich nicht kompliziert und schmeckt wunderbar lecker. Für das Kürbisbrot zu backen, brauchen wir Kürbispüree. Kürbispüree kann man mit etwas Wasser köcheln lassen und dann verstampfen oder macht man es im Backofen. Und im Backofen finde ich es aromatischer, weil der ganze Geschmack von dem Kürbis geht nicht ins Wasser. Deswegen werde ich es im Backofen machen. Ich habe das Blech genommen und so eine Dauerfolie drauf gemacht und etwas mit dem Öl bestrichen. Und gebe klein geschnittene Kürbis, so flach. Und weil mein Kürbis ist so blass, nicht so wie Hokkaido-Kürbis, so richtig kräftig orange, gebe ich auch noch eine Möhre. Welche habe ich auch in die kleine Würfel geschnitten, dass alles zusammen gar wird. Den Backofen habe ich schon auf 180 Grad Umluft zum Vorheizen gestellt. Und ich habe die Woche auch die Süßkartoffel rausgenommen und habe jetzt die kleinsten Kartoffelchen geschält und gebe auch in die Ecke hier rein. Mal schauen, ob ich das in die Püree rein quetsche oder einfach mal so esse. So, stellen wir jetzt das im Backofen ohne eklige Gewürze oder Salz, nichts. Ungefähr so für 20-30 Minuten musst ihr einstechen. Die Gemüse sollen richtig weich sein, dass wir dann können eine schöne glatte Püree machen. So, nach 30 Minuten ist mein Kürbis fertig und ich werde jetzt an mir 300 Gramm abwiegen. Gebe auch ein bisschen von Möhren auch rein. Das kann man auch vorbereiten in größere Mine und dann einfach sich abwiegen, dann schon den Kürbisbrei und einfrieren. Dann habt ihr gleich immer fertig. Schaut, ich hatte 550 Gramm rohe Kürbis gehabt und daraus bekommen 290. So ungefähr könnt ihr sehen, halber halber, ja. So 600 Gramm muss man rohe Kürbis nehmen, dass man auf 300 Gramm Kürbispüree hat. Kann man zerstößen oder nimmt man einfach Stabmixer. Es kann man Milch nehmen, Kuhmilch, Wasser oder ich, in meinem Fall habe ich jetzt Mandelmilch genommen. Und werde jetzt zerstößen zu dem feinen Brei. So, wenn ihr möchtet natürlich viel feiner haben, dann nehmt ihr einfach einen Stabmixer. Das reicht jetzt. Ich gebe ganz bisschen Kurkuma rein, dass ich mal irgendwie bessere Farbe reinbekomme in meinen Kürbis. So, jetzt geben wir unserem warmen Püree. Durch das Milch ist es jetzt nicht mehr heiß. Das brauchen wir uns keine Angst haben wegen Hefe. Gebe gleich in meinen Behältern von meiner Küchenmaschine. Salz. Ich habe 10 Gramm Salz genommen, weil mein Kürbis wirklich ziemlich süß. Und in diesem Teig braucht man keinen Honig, keinen Zucker, weil der Kürbis hat seinen eigenen Zucker. Und geschmolzene Butter. Jetzt gebe ich nur die Hälfte erstmal von meinem Mehl, weil ich weiß nicht, ob ich ganze Mehl werde gebraucht werden. Es ist jedes Mal unterschiedlich. Es kommt darauf, wie feucht unser Kürbis ist. Und gebe jetzt schon dem Päckchen trockene Hefe und noch ein bisschen von Mehl. Aber etwas
lasse ich immer zum Schluss. Und werden wir jetzt so einen Teig herstellen, auf jeden Fall, er soll von der Wand, von der Schüssel abgehen, aber bleibt etwas noch klebrig. Es ist nicht so, dass unsere Hände komplett im Teig werden, sondern aber er klebrig ist, nicht zu fest. Erstmal rühre ich auf die langsame Stufe und dann erhöhe Stufe höher. Und werden wir kneten unser Brot aber mindestens 5 Minuten bis 8 Minuten. Das Mehl habe ich heute genommen, diese Bio-Weizenmehl 10,50. Und da liegt schon darauf, was wir so ein Mehl nehmen und wie feucht unsere Kürbisse ist. Aus welchem machen wir dann diese Kürbismus oder Püree. So, bevor wir die schnellste Stufe machen, werden wir von der Wand ein bisschen unseren Teig runter machen. Mein spürt sie sich richtig schon gut an, deswegen lasse ich jetzt mal das Mehl liegen. So, es sind jetzt fast 4 Minuten und ich merke, dass mein Teig ist wirklich noch sehr, sehr, sehr klebrig. Dann gebe ich löffelweise dazu und gebe dir dann so viel Mehl, dass der Teig schön von der Wand abgeht. So, ich knete schon 9 Minuten und schaute. Er fällt auch hier richtig gut ab, sonst hat er fast wie so geflossen, wenn ich so getestet habe und nachgeschaut, wie der Teig aussieht. Es ist ein bisschen klebrig, aber die Konsistenz ist wirklich schon sehr gut. Jetzt können wir unseren Teig rausnehmen. In meinem Fall ist noch ungefähr 20 Gramm Mehl übrig geblieben, was ich nicht reingegeben habe von ganz abgemessenen Mehl. So, nehmen wir den Teig raus. Ist richtig schön elastisch. Und wir können gleich in diese Schüssel dann unseren Teig aufgehen lassen. Dafür gebe ich ganz bisschen von Öl und bestreiche den Schüssel mit dem Öl. So, den Teig machen wir zusammen. Schaut, er klebt nicht so richtig zu den Händen, aber er ist wirklich sehr, sehr weich. Richtig schön weich. Einfach kurz, kann man sogar auf den Tisch ein bisschen Öl geben oder ganz minimal Mehl. Sieht wunderbar aus. Schön elastisch. Geht den jetzt in die Schüssel und werden wir unseren Teig ungefähr so eineinhalb Stunde gehen lassen, dass er sich so doppelt vergrößert. Und dann backen wir unser Brot. Stellen wir unsere Schüssel jetzt mit dem Teig an irgendwelche warmes Ort zum Gehen. So, es ist jetzt eine Stunde vergangen und schaut, unser Teig ist richtig gut aufgegangen. Jetzt können wir unser Brot formen. Ich gebe ein bisschen Mehl und den Teig. Jetzt überlege ich, ob das meine Form wird zu klein oder doch vielleicht wird alles gut gehen. Ich wollte in diese Kastenform mein Brot machen. Ich werde ganz bisschen noch, so kann man gar nicht sagen, kneten, aber etwas sozusagen Luft erstmal rausnehmen. Ja, das wird schon gehen. Meine Form ist 30 cm lang und 11 cm breit. Es kann man einfach so Brot formen und reinlegen. Ich möchte gerne aber auf die drei ungefähr gleiche Teile, aber ich werde nicht wiegen. So, prima Daumen, aufteilen. Ja, die ist ein bisschen kleiner. Ich werde erstmal so eine Kugel machen. Der Teig ist wie eine Knete, liebe Freunde. Richtig schöner, angenehmer Teig. Nicht fest, etwas klein, klebrig, aber viel bleibt nicht an die Hände. Und übrig gebliebenes Mehl, was bei uns jetzt geblieben, können wir nutzen zum Teig kneten. Und noch eins. Lassen wir jetzt die Kugel ungefähr so 10 Minuten ruhen. Länger müssen wir nicht machen, dass der Teig wieder sich so wird geruht und die Klebe in den Teig wird besser
aufgehen. Dann ist das mal besser auf das Brot formen. So, decke ich einfach mit der Folie, dass der Teig nicht antrocknet, und lasse nur 10 Minuten ruhen. So, nach 10 Minuten können wir anfangen, unser Brot zu formen. Ja, bei mir sehen die wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Nicht schlimm. Bisschen Mehl, schön warm ist der Teig. Mache erstmal so die Hälfte und dann die Hälfte wieder hier rein. Und dann einfach rollen zusammen. Bisschen so festdrücken und zusammenrollen. Anknipsen. Die Rolle soll ungefähr so breit sein wie unsere Form. Und legen wir das in die Form. Die Form habe ich ein bisschen eingefettet, dass danach später unser Brot besser rauskommt. Und so machen wir die restliche. In die Form bisschen so weg voneinander drauflegen, weil die werden dann noch mal ein bisschen aufgehen. So sieht jetzt ja aus. Decke ich mit meiner Folie wieder zu. Meine Folie auf dieser Seite etwas mit Öl bestrichen. Und wenn jetzt der Teig aufgeht und klebt an die Folie, der Teig geht dann nicht kaputt. Und lassen wir unseren Teig jetzt etwas aufgehen. Es kann sein, 20, 30 Minuten wird das dauern. Es kommt darauf, wie warm bei euch in dem Zimmer. Oder stellt man einfach in den Backofen und macht einfach nur den Licht an. Auf jeden Fall, unser Teig soll so aufgehen, dass er sich fast verdoppelt. So, unser Teig steht jetzt schon 30 Minuten. Schaut, wie schön ist der aufgegangen, schon sogar über den Rand. Jetzt kann man ihn natürlich einfach nur bestreichen mit Wasser, mit Milch oder mit Ei. Und habe ungefähr so knappe Esslöffel Milch dazu gegeben und werde bestreichen, dass die Körner, welche ich dann drauf gebe, schön kleben dran. Und dann hat das Brot auch goldene Farbe. Wenn ihr möchtet, kann man einfach ein rundes Brot backen, einfach in eine Form. Es kann man sogar eine Tortenform nehmen und da backen. Wenn ihr einfach so auf dem Blech wird das machen, dann kann passieren, dass er wird zu flach. Deswegen muss man dann irgendwelche dann Rand auch basteln, dass er mehr nach oben geht und nicht auf die Seite. Und dann gebe ich ein paar Kürbiskerne, wenn schon Kürbisbrot. Bisschen drauf drücken, dass die kleben. Dazwischen habe ich noch ein bisschen hier Sesamsamen. So, das reicht schon. Und geht jetzt unser Brot für ungefähr so 30, 40 Minuten. Ihr könnt sogar mit den Stäbchen mal testen, ob das euer Brot durch oder nicht. Aber sonst reicht sogar 30 Minuten. So, nach 30 Minuten habe ich jetzt mein Brot rausgeholt, weil ich habe schon in diese dickste reingestochen und fühlte sie sich wirklich sehr gut. Alles trocken, fertig. So, jetzt lasse ich das Brot erstmal ein paar Minuten in die Form, dann hole ich den raus und auf dem Gitter lassen wir richtig abkühlen. So, liebe Freunde, unser Brot einigermaßen so ein bisschen abgekühlt und jetzt werden wir mal schauen, was wir heute gebacken haben. Ich werde jetzt einen Teil jetzt abmachen und dann können wir schon eine Scheibe abschneiden. Schaut ihr, wie schön sieht der aus. Auch schön locker, feinporig. Nicht so eine große Löcher, wirklich schön. Aber eventuell könnte man mal länger als 30 Minuten in die Form aufgehen lassen. Dann wäre es wahrscheinlich noch besser aufgegangen. Aber sonst fühlt sie sich sehr, sehr gut. Jetzt probiere ich ein Stückchen und sage euch, wie ist das Geschmack. Schmeckt sehr gut. So richtige so Kürbisgeschmack hat er nicht, aber sonst selber Brot ist wirklich sehr gut gelungen. Kann euch
nur empfehlen, mal ausprobieren und auch ein Kürbisbrot backen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachbacken. Ich wünsche euch einen guten Appetit und gutes Gelingen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!